Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie heute Morgen hier im Bismarck-Museum in Friedrichsruh begrüßen zu dürfen. Leider erlaubt es uns die noch immer fesselnde Corona-Pandemie aufgrund der AHA-Richtlinien keine Präsenzveranstaltung. Ich hoffe aber sehr, dass Sie in den nächsten Wochen die Gelegenheit zu einem Besuch der Otto-von-Bismarck-Stiftung wahrnehmen werden. Denn die Sonderausstellung, die wir heute eröffnen, bietet in vielerlei Hinsicht Besonderes. Geburtstage sind Meilensteine, schrieb Otto von Bismarck einmal, Meilensteine, deren überraschend schnelles Wiedererscheinen in unseren Jahren mehr einen nachdenklichen als einen freudigen Eindruck macht. Als ein Meilenstein in der deutschen Geschichte, der einen ebenso nachdenklichen wie freudigen Eindruck erzeugen kann, darf die Gründung des Deutschen Reiches vor 150 Jahren gelten. Gedenktage kommen mitunter nicht nur ungerufen, sondern auch ungelegen, meinte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jüngst in einer Rede zu diesem historischen Ereignis. Zugleich rief das Staatsoberhaupt dazu auf, die damals begonnene Epoche deutscher Geschichte heute noch einmal zu befragen, ihren Traditionslinien und Brüchen in der eigenen Geschichte nachzugehen. Denn nur wenn man die Hinterlassenschaften jener Zeit, das Erbe des Kaiserreiches, verstehe und einordne, sei man auch dazu in der Lage, aus ihnen zu lernen für Gegenwart und Zukunft. Ganz in diesem Sinne nimmt die Otto von Bismarck Stiftung das Jubiläum zum Anlass, im Rahmen einer Sonderausstellung an die Errichtung des kleindeutschen Nationalstaates im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 zu erinnern. Im Gegensatz zu manch anderen berufenen Institutionen, denen das Ereignis keinerlei Ausstellung wert war, stellt sich die Stiftung den aktuellen Debatten über das Kaiserreich wie auch der Frage nach dem nationalen Selbstverständnis einer von wachsender Vielfalt gekennzeichneten Gesellschaft. Konzipiert und realisiert von ihrem Museumspädagogen Dr. Marc Ohnezeit, konzentriert sich die Ausstellung auf die Proklamierung des preußischen Königs Wilhelm I. zum deutschen Kaiser im Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles am 18. Januar 1871. Doch sie beschränkt sich nicht darauf, dieses zentrale, symbolische Ereignis im Reichsgründungsprozess zu beleuchten. Nein, sie bettet es ein in die Geschichte des Schlosses, in die Geschichte der deutschen Nationalstaatsbildung und deren Bedeutung im kollektiven Gedächtnis der Deutschen bis in unsere Gegenwart. Ehe wir uns in die Thematik der Ausstellung aus berufenem Munde einführen lassen, möchte ich ein dreifaches Wort des Dankes aussprechen. Herrn Dr. Ohnezeit danke ich herzlich für das große Engagement und den Ideenreichtum, mit dem er die Ausstellung kuratiert und im Begleitband komponiert hat. Meinen Dank gebührt ferner dem Ausstellungsteam der Stiftung sowie den Ausstellungsgestaltern sowie den Fotografen für ihren Einsatz bei der Realisierung und dem Aufbau der Exposition. Ein herzlicher Dank gilt des Weiteren den Leihgebern für die zur Verfügung gestellten Objekte. In den Dank einschließen möchte ich außerdem alle Autorinnen und Autoren des Begleitbandes, die die Themenbereiche der Ausstellung mit ihren Essays in einen größeren historischen Kontext eingebettet und so zum besseren Verständnis beigetragen haben. Ein herzliches Dankeschön geht ferner an den Förderverein der Otto von Bismarck Stiftung, ohne dessen finanzielle Unterstützung die Ausstellung so nicht hätte realisiert werden können. Aber ein ganz besonderer Dank gebührt schließlich der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Erst die Bewilligung ihrer Sondermittel hat die Ausstellung in dieser Form überhaupt möglich gemacht. Bevor Herr Dr. Ohnezeit in die Ausstellung einführen wird, soll es zunächst um eine Einordnung des historischen Geschehens vor 150 Jahren gehen. Ich freue mich deshalb sehr,
dass die Stiftung für diese Aufgabe Herrn Professor Dr. Hans-Christoph Kraus von der Universität Passau hat gewinnen können. Seien Sie uns hier in Friedrichsruh herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Professor Kraus, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein bedeutender deutscher Historiker der mittelalterlichen Geschichte, Hermann Heimpel, hatte mal bemerkt, dass es Nationen gibt, ist historisch das Europäische an Europa. Mag auch das im 19. Jahrhundert entstandene moderne Nationalbewusstsein auf einen sehr spezifischen, konstruierten Nationsbegriff dieser Epoche zurückgehen, so ist und bleibt doch die Tatsache, dass sich seit dem ausgehenden Mittelalter zuerst die großen, später auch die mittleren und die kleineren Nationen herausgebildet haben, ein Grundfaktum der Geschichte Europas. Ein gemeinsamer Siedlungsraum und ebenso eine gemeinsame Sprache sowie sich eine hieraus entwickelnde gemeinsame Kultur stehen am Beginn der Nationswerdung, die im Allgemeinen mit der Entwicklung auch eines zusammenhängenden politischen Gebildes, in der Konsequenz also mit einer Staatsbildung, abgeschlossen worden ist. Aber nicht nur in Europa, sondern auch in anderen von Europa beeinflussten und geprägten Teilen der Welt lassen sich in globaler Perspektive mehrere Stufen der Nationalstaatsbildung und Nationalstaatsentstehung unterscheiden. Und in diesem Kontext muss man auch die Gründung des Deutschen Reiches von 1871 als moderner deutscher Nationalstaat vor genau 150 Jahren einordnen. Im Rückblick auf die Entstehung der neueren Nationalstaaten, von der Nationswerdung bis hin zur Konstituierung des nationalen Staates als politische Organisation des geeinten Volkes, lassen sich bisher insgesamt 6 unterschiedliche Stufen, Phasen oder auch Wellen der Nationalstaatsbildung unterscheiden, die sich zeitlich von der frühen Neuzeit bis hin zur unmittelbaren Gegenwart erstrecken und sich räumlich schon seit dem späten 18. Jahrhundert nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb Europas abgespielt haben. Die erste Phase der Nationalstaatsbildung umfasst die Zeit vom 16. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert. Es dürfte kein Zufall gewesen sein, dass die ersten europäischen Welt- und Kolonialmächte, die diesen Namen verdienen, nämlich das Spanische Reich, das Königreich von Großbritannien und Nordirland oder Irland, wie es damals hieß, sowie schließlich auch das Königreich Frankreich, sich nach und nach als Nationalstaaten im neueren Sinne konstituierten. Das war zu jener Zeit noch ein langwieriger und komplexer Vorgang, der sich als politische Integration zuerst recht unterschiedlicher Regionen und Territorien, oft auch auf dem Weg der monarchischen Personalunion, vollzogen hat. Das gilt zuerst für Spanien, wo es König Philipp II. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts gelang, durch die Vereinigung der beiden bis dahin getrennten Kronen von Kastilien und Aragon den inneren Zusammenschluss ganz Spaniens zu erreichen und damit eine politische Einheit zu schaffen, die fortan als solche nicht mehr in Frage gestellt wurde. Sehr ähnlich verlief die Entwicklung auch auf den britischen Inseln, wo ebenfalls ein Zusammenwachsen ursprünglich sehr unterschiedlicher Herrschaftsgebiete stattfand. Es war auch hier die Integration vormals voneinander getrennter Landesteile mit teilweise sehr verschiedenen historischen und kulturellen Traditionen unter der Krone Englands. Das Fürstentum Wales wurde bereits bis 1542 eingegliedert. Das seit 1603 in Personalunion regierte Königreich Schottland wurde 1707 mit England vereinigt. Irland folgte im Jahre 1801 und damit war ebenfalls
um 1800 die Herausbildung des modernen Großbritannien als eines einheitlichen Nationalstaats unter der Oberherrschaft der britischen Krone abgeschlossen. Etwas anders entstand der Nationalstaat im frühneuzeitlichen Königreich Frankreich, dessen innere Vereinheitlichung unter einer starken absoluten Monarchie nach der Beendigung einer Ära schwerer innerer Konflikte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts unter der Herrschaft des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Einsetzte und gut ein Jahrhundert später letztlich erst mit der Revolution von 1789 und dem Regierungssystem Bonapartes um und kurz nach 1800 abgeschlossen war. Der von den Königen vorbereitete, von den Revolutionären forcierte und schließlich von Kaiser Napoleon I. vollendete, besonders ausgeprägte Zentralismus gilt bis heute als das besondere Charakteristikum des modernen französischen Nationalstaats. Diese um 1800 abgeschlossene erste lange Phase der modernen Nationalstaatsbildung übte prägenden Einfluss auf die spätere Entstehung weiterer Nationalstaaten aus. Die Vorzüge der politisch geeinten Nation, der Zusammenschluss unterschiedlicher, aber kulturell und ökonomisch zusammengehöriger Regionen zu einem geschlossenen Staatsverband, die Schaffung zentraler politischer Leitungsinstitutionen, die Etablierung einer modernen, einheitlichen Verwaltung, dazu ebenfalls die Vorzüge eines kompakten Wirtschaftsraums und einer durch gemeinsame Verteidigung und starken Schutz der Grenzen erreichte größere Sicherheit der eigenen Territorien. Dieses alles wurde schon bald als ein besonderer Vorzug des nationalstaatlichen Modells angesehen, das auch anderswo zur Nachahmung aufforderte. Denn die zweite Phase der Herausbildung moderner Nationalstaaten begann zuerst außerhalb Europas. Schon während der Zeit der Napoleonischen Kriege und ebenfalls nach 1815 entstand eine Reihe neuer kleinerer Staaten infolge des Zerfalls des riesigen spanischen Kolonialreichs in Amerika. Bis 1830 entstanden nach eineinhalb Jahrzehnten gewaltsamer Unabhängigkeitskämpfe eine Reihe neuer, nunmehr von der spanischen Krone unabhängiger Nationalstaaten, nämlich die Republiken Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela. Von der portugiesischen Herrschaft trennte sich ebenfalls, in diesem Falle in friedlicher Form, im Jahr 1822 das Kaiserreich Brasilien. Nach den ehemals britischen 13 nordamerikanischen Kolonien, die seit 1776 ihre Unabhängigkeit erkämpft hatten, entstanden jetzt die neuen lateinamerikanischen Gemeinwesen ebenfalls als staatliche Neugründungen im Kontext beginnender Entkolonialisierung. In genau dieser Zeit, in den Jahren nach 1815, wurden auch in Südosteuropa die ersten Zerfallserscheinungen eines früher mächtigen Großreichs erkennbar, des Osmanischen Reichs, dessen weitgestreckte Grenzen langsam zu erodieren begannen. Denn einige kleinere Völker unternahmen jetzt die ersten Versuche, sich von der Oberherrschaft des Sultans in Konstantinopel zu befreien und sich als freie und unabhängige Nationalstaaten zu konstituieren. Den Anfang machten die Griechen. Sie konnten nach einem erfolgreichen Unabhängigkeitskampf ihre Selbstständigkeit erringen und 1830 mit dem Königreich Griechenland einen eigenen, neuen, wenn auch kleinen Nationalstaat in Europa gründen. Auch das Fürstentum Serbien konnte sich damals nach und nach in der Folge mehrerer Revolten gegen die türkischen Oberherren immerhin schon 1833 eine autonome Sonderstellung innerhalb des türkischen Großreiches sichern, die aber schon bald einer faktischen Selbstständigkeit gleichkam. So fällt also die
deutsche Einigung in die dritte Phase der modernen Nationalstaatsgründungen, die sich während der 1860er Jahre abspielte. Zuerst vollzog sich zwischen 1860 und 1870 die Etablierung und die politische Einigung des Königreichs Italien, das sich zuerst mit französischer Unterstützung gegen den Willen der bisher auf der Halbinsel dominierenden Großmacht Habsburg herausbildete und bald auch territorial abrundete. Mit der Eingliederung des früheren Kirchenstaates und der Verlegung der Hauptstadt nach Rom im Jahr 1870 galt die Bildung des neuen italienischen Nationalstaats als wenigstens vorerst abgeschlossen. Und in der ersten Hälfte der 1860er Jahre fand ebenfalls, was in diesem Kontext oft übersehen wird, die Einigung der zuvor noch von starken zentrifugalen Kräften und inneren Konflikten gekennzeichneten Nordamerikanischen Union ihren Abschluss. Der Bürgerkrieg zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten 1861 bis 1865 wurde und wird allgemein und in der Sache auch sicher zu Recht als zweiter Nationsbildungskrieg der USA angesehen, denn fortan konnte deren innere Einheit nicht mehr in Frage gestellt werden. Genau zur gleichen Zeit fand übrigens auch der Bürgerkrieg in Mexiko statt. Der Sieg der republikanischen Kräfte unter Benito Juárez gegen die Anhänger des von den Franzosen importierten kurzzeitigen Kaisers Maximilian beendete auch hier die schweren inneren Konflikte und begründete ebenfalls endgültig die innere Einheit der Republik in der Form des Nationalstaats. Die chronologisch gesehen letzte dieser nationalstaatlichen Einigungen in der dritten Phase vollzog sich also in Deutschland. Hier bildete sich der moderne deutsche Nationalstaat im Jahr 1971 als Folge und als Endergebnis dreier Einigungskriege, in denen sich der einst nur zweitgrößte deutsche Staat, das Königreich Preußen, an die Spitze des neu gegründeten Deutschen Reiches setzte. Die immer noch und weiterhin als Vielvölkerstaat und als multinationales Gemeinwesen strukturierte Habsburger Monarchie schied gleichzeitig aus Deutschland aus. Preußen und das ehemals sogenannte Dritte Deutschland, also die deutschen Mittel- und Kleinstaaten, bildeten zusammen einen neuen Nationalstaat mit gemeinsamer Verfassung, einheitlicher Regierungsorganisation, einem geschlossenen Wirtschaftsgebiet, einer neuen Währung und bald auch einer ebenfalls neuen einheitlichen Rechtsordnung. Und damit beschritt Deutschland ebenfalls den Weg in die politische Moderne. Die anfangs von mir genannten weiteren drei Phasen der modernen Nationalstaatsbildung, sind ja insgesamt sechs, vollzogen sich, das sei hier nur noch der Vollständigkeit halber am Rande angemerkt, später während des 20. Jahrhunderts, die vierte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zerfall der damaligen multinationalen Großreiche, die fünfte nach 1945, vor allem im Zusammenhang mit der allgemeinen Entkolonialisierung in Afrika und in Asien, und die sechste schließlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und im Kontext der anschließenden politischen Neuordnung in Osteuropa und in Asien. Die Gründung des Deutschen Reiches und die Entstehung des damals sogenannten Kleindeutschen Nationalstaats gehört also, historisch gesehen, in die dritte Phase der von Europa ausgegangenen modernen Nationalstaatsgründungen, die sich in den 1860er Jahren und zu Beginn der 1870er Jahre vollzogen hat. In diesem Zusammenhang ist im Hinblick auf Deutschland und auch auf Italien besonders wirkungsreich von dem Soziologen und Philosophen Helmut Plessner der bekannte Begriff der verspäteten Nation geprägt worden. Tatsächlich trifft diese Bezeichnung jedoch nur dann zu, wenn man sie in einer wohl allzu verengten Perspektive auf die größeren Nationalstaaten und auch nur auf diejenigen innerhalb Europas beschränkt. Im Kontext der allgemeinen Entstehung moderner Nationalstaaten
Überall auf der Welt wird man also die deutsche Reichsgründung und die fast gleichzeitige Begründung des Königreichs Italien nur im Vergleich mit den westeuropäischen Nationen als verspätet bezeichnen können. Und diese Verspätung hatte ihre Ursachen in den jeweiligen nationalhistorischen Voraussetzungen, die in Süd- und Mitteleuropa sich ebenfalls deutlich von denjenigen in Westeuropa unterschieden. Immerhin darf ein Problem dieser beiden verspäteten Nationen, Deutschland und Italien, nicht unterschätzt werden. Weder im Deutschen Reich von 1871 noch im Königreich Italien bestand eine Identität von Volk und Staat, also Volk hier wiederum verstanden als Sprach- und Kulturgemeinschaft. Vor allem im Habsburger Reich, aber auch im Baltikum und anderswo lebten deutsche Volksgruppen. Italiener wiederum waren außerhalb Italiens, vor allem in den damals habsburgischen Gebieten an der Adria, ansässig. Das heißt, in den beiden neuen Nationalstaaten in Europa nach 1870-71, Italien und Deutschland, waren Volk und Staat durchaus nicht deckungsgleich. Der Begriff der nationalen Einheit konnte also jeweils nur als Annäherung an einen ideal gedachten Zustand aufgefasst werden. Hieraus sollten später allerdings bedeutende Probleme entstehen. Und umgekehrt gab es vor allem im damaligen Deutschen Reich ein gravierendes Minderheitenproblem, denn zum neuen Deutschland gehörten eben auch Franzosen in Lothringen, Dänen in Schleswig und vor allem Polen in den Provinzen Westpreußen und Posen. Hinzu kamen noch kleine, meist slawische Volksgruppen wie die Sorben, die Wenden und die Kaschuben. Man muss klar konstatieren, dass das neue Deutsche Reich seine Integrationsfunktion mit Blick auf diese Minderheiten bis 1918 nicht hat erfüllen können. Vor allem die Polen sahen sich einer mit der Zeit immer aggressiver sich artikulierenden Germanisierungspolitik ausgesetzt, gegen die sie sich im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten entschieden zur Wehr setzten. Nicht zuletzt diese nach 1871 in Deutschland gescheiterte Integrationspolitik war neben anderem ausschlaggebend für die Gebietsabtrennungen, die der Versailler Vertrag nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg 1919 verfügte und die vor allem, wenn auch nicht nur, jene Territorien umfassten, in denen die genannten Minderheiten lebten. Auf einem anderen Gebiet allerdings war das Reich, auch und gerade im Vergleich zu den älteren westeuropäischen Nationalstaaten, wesentlich erfolgreicher. Denn hier gelang die Errichtung eines zwar föderal zusammengesetzten, dennoch unitarisch festgefügten Gemeinwesens, das einerseits die zahlreichen regionalen und territorialen Sondertraditionen Deutschlands im Kern bewahrte, andererseits jedoch ebenfalls die damit einhergehenden zentrifugalen Kräfte entscheidend abschwächte. Das Deutsche Reich, begründet als fester Zusammenschluss deutscher Bundesstaaten und ihrer Regierungen unter Einschluss übrigens der jeweiligen Parlamente, schaffte es tatsächlich, einen historischen Ausgleich zwischen den partikularen Traditionen und den neueren Einheitsbestrebungen zu erreichen. Die Einzelstaaten, damals Bundesstaaten genannt, nach 1918 dann als Länder bezeichnet, die Einzelstaaten bewahrten auch im neuen Reich ihre Regierungen und traditionellen Institutionen, hatten aber gleichzeitig über den neu geschaffenen Bundesrat einen tragenden Anteil an der politischen Entscheidungsfindung im neu formierten deutschen Gesamtstaat. Dieses besondere Bundesstaatsmodell mit einem stark ausgeprägten Föderalismus hat sich tatsächlich vom Bismarckreich bis in die heutige Bundesrepublik durchgehalten, freilich mit gravierenden Unterbrechungen und ebenso mit nicht wenigen Veränderungen im Detail. Dennoch wird man sagen können, dass sich das aus der Bismarckschen Reichsverfassung herleitende
zugleich unitarische wie auch föderale Kräfte zusammenfassende Modell in Deutschland politisch bewährt hat, vor allem deshalb, weil es gelang, die mit den traditionellen deutschen Partikularismus verbundenen zentrifugalen Kräfte zu bändigen. Denn separatistische Tendenzen von der Art, wie sie sich gegenwärtig in einigen der älteren Nationalstaaten Westeuropas vernehmlich zu Wort melden, man denke vor allem an Katalonien und an Schottland, sind im heutigen Deutschland tatsächlich undenkbar. Sieht man vom eben schon erwähnten ungelösten Problem der nationalen Minderheiten einmal ab, dann wird man konstatieren können, dass die Herstellung der inneren Einheit Deutschlands nach 1871 in fast allen wesentlichen Aspekten gelungen ist. Hier wurde am Ende dasjenige erreicht, was in den drei älteren westeuropäischen Nationalstaaten längst verwirklicht worden war. Zu den zentralen Leistungen des neuen deutschen Nationalstaats gehörten vor allem die grundlegende Modernisierung und Vereinheitlichung der wirtschaftlichen Strukturen sowie der öffentlichen Verwaltung, dazu der sukzessive Aus- und Aufbau der ersten, der obersten Reichsbehörden, die erst nach und nach geschaffen werden mussten und deren Finanzierung noch lange Zeit ein Problem blieb. Oft übersehen wird auch die Begründung der deutschen Rechtseinheit in den Jahrzehnten nach 1871, die zwar ebenfalls etwas länger dauerte, aber knapp drei Jahrzehnte nach der Reichsgründung endlich einen einheitlichen Rechtsraum in Deutschland schuf, der in den älteren Nationalstaaten schon seit langem existierte. Denn mit dem 1. Januar 1900 trat mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB, zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ein einheitliches Privatrecht in Kraft. Es begründete übrigens bis heute die grundlegende privatrechtliche deutsche Rechtsordnung. Bis dahin hatte in Deutschland noch ein juristischer Flickenteppich aus sehr unterschiedlichen, jeweils in den verschiedenen Bundesstaaten gültigen, oft rückständigen und nicht selten kaum noch praktikablen Einzelrechten das innere Zusammenwachsen des neuen Staates immer wieder erschwert. Nach 1900 jedoch konnte sich das neue Deutschland also auch als einheitliches deutsches Rechtsgebiet weiterentwickeln. Sodann, auch das ist wichtig aus heutiger Sicht, sodann ist hier an die neue deutsche Währung zu erinnern, an die bereits 1871 eingeführte Mark, mit der das frühere deutsche Währungschaos der Taler, Gulden, Kreuzer, Groschen und Pfennige endgültig der Vergangenheit angehörte. Auch die schon bald etablierten neuen Maße und Gewichte, entsprechend dem zuerst in Frankreich entwickelten, damals hochmodernen Dezimalsystem, zu der ebenfalls die allgemeine Einführung des Meters gehörte, brachten das neue Reich auch in dieser Hinsicht auf die Höhe der Zeit. Das uralte Gestrüpp der bis dahin in Deutschland gültigen hunderte unterschiedlicher Maße und Gewichte, allein bei den Längenmaßen gab es ein knappes Dutzend unterschiedlicher deutscher Meilen, das sich auf die wirtschaftliche Entwicklung bis dahin äußerst hinderlich ausgewirkt hatte, war nun ebenfalls glücklich beseitigt. Die Herstellung der vollen wirtschaftlichen Einheit des Landes bedeutete jedenfalls einen enormen Fortschritt, nicht nur für Deutschland, sondern vor allem auch für seine europäischen Handelspartner. Und schließlich war es ebenfalls gelungen, auf dem Weg der inneren Reform und der Erneuerung einen starken deutschen Nationalstaat zu schaffen, der sich mit den anderen großen europäischen Nationen endlich auf Augenhöhe befand und sich während der folgenden Jahrzehnte im damals zunehmend intensiver werdenden internationalen Konkurrenzkampf um Rohstoffe, Absatzmärkte, Kolonialgebiete, Handelsvorteile und geostrategische Positionen behaupten konnte. Die Ära der eineinhalb Jahrhunderte zwischen 1648 und 1815
in denen Deutschland und Mitteleuropa immer wieder in zahllosen Kriegen das Schlachtfeld der europäischen Großmächte gewesen war, gehörte nun endgültig der Vergangenheit an. Dass der deutsche Nationalstaat von 1871 angeblich zu stark für Europa gewesen sei, ist eine nach 1945 entstandene, bis heute gerne kolportierte Deutung, die allerdings umstritten ist. Denn diese Deutung trifft nur dann zu, wenn sie in ihre Berechnungen lediglich die Bevölkerungszahl und die Wirtschaftskraft mit einbezieht. Sie trifft jedoch nicht zu, wenn man darüber hinausgehend auch die weit überlegene Position etwa des europäischen Russlands mitbedenkt und ebenfalls die Größe und die Stärke der außereuropäischen Kolonialreiche der anderen europäischen Staaten, vor allem Großbritanniens und Frankreichs, berücksichtigt, samt ihrer enormen ökonomischen und demografischen Potenziale. Denn hiermit konnte die ebenfalls verspätete Kolonialmacht Deutschland damals in keiner Weise mithalten. Eine andere, vor 1990 ebenfalls gerne vertretene These lautete, der 1871 gegründete deutsche Nationalstaat sei 1918 oder allerspätestens 1945 gescheitert. Auch diese Deutung scheint mir schon deshalb unzutreffend zu sein, weil ein Nationalstaat keineswegs schon dann scheitert, wenn er einen Krieg oder auch mehrere Kriege verliert. So ist etwa der französische Nationalstaat trotz seiner schweren Kriegsniederlagen von 1815 und 1871 keineswegs gescheitert, sondern hat sich anschließend jeweils erneuern können. Und das Gleiche gilt ebenfalls für Deutschland. Dass die politische Führung des Deutschen Reiches für den Ausbruch und den Verlauf des Ersten Weltkrieges, damit fraglos auch für die eigene Niederlage von 1918, ein nicht geringes Maß an Mitverantwortung trägt, ist unbestritten. Aber ebenso wenig ist die Tatsache zu bestreiten, dass mit dem Kriegsausgang der deutsche Nationalstaat als solcher gerade nicht scheiterte. Im Gegenteil, dass es den Deutschen trotz jener Niederlage und ungeachtet widrigster Umstände gelang, ihren Nationalstaat zusammenzuhalten, ja das Reich in der Form einer demokratischen Republik neu zu formieren, erwies einmal mehr die nachwirkende innere Stärke des Einigungswerks von 1871. Zwar mussten die Fürsten gehen, doch das Volk bewahrte seine nationalstaatliche Einheit. Nach dem ebenfalls verlorenen Zweiten Weltkrieg gestaltete sich die Lage allerdings komplizierter. Jetzt ging die staatliche Einheit tatsächlich verloren, der die Besatzungsherrschaft und die folgende doppelte Staatsgründung des Jahres 1949 schien auf den ersten Blick das Scheitern des deutschen Nationalstaates zu besiegeln. Doch man darf in diesem Kontext die fundamentale Tatsache nicht vergessen, dass es eben die Siegermächte waren, die Deutschland damals gegen den Willen seiner Bevölkerung teilten und damit eine zweistaatliche Entwicklung begründeten, die eingebettet in die ostwestliche politische Spaltung der Nachkriegswelt schließlich nicht weniger als 4 Jahrzehnte dauern sollte. Gleichwohl wurde der Anspruch auf Wiederherstellung der Einheit in den Jahren der Teilung niemals vollständig aufgegeben. Die Lebenskraft des nationalstaatlichen Prinzips sollte sich schließlich in den Jahren 1989-90 zeigen, als die beiden deutschen Staaten nicht einmal 12 Monate nach dem Fall der Berliner Mauer zu einem neuen gesamtdeutschen Nationalstaat zusammenwuchsen. Ungeachtet außerordentlicher Schwierigkeiten und mannigfacher Probleme, von denen manche selbst heute, mehr als 3 Jahrzehnte später, noch nicht vollständig ausgeräumt sind, wie wir alle wissen. Doch eines steht fest: ohne den Willen der übergroßen Mehrheit der Deutschen auf beiden Seiten des früheren Eisernen Vorhangs hätte diese Einigung dazu noch in so kurzer Zeit sich kaum verwirklichen lassen.
Dabei gilt es natürlich zu beachten, dass der Nationalstaat des späten 20. und des frühen 21. Jahrhunderts sich in mehr als nur einer Hinsicht von dem des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts unterscheidet. In der Gegenwart geht es nicht um Konkurrenz und Abschottung, sondern, und zwar nicht erst seit 1990, um enge europäische Zusammenarbeit und Kooperation, die sich bisher, jedenfalls im Großen und Ganzen gesehen, im Staatenverbund der Europäer, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, bewährt hat. Der 1990 in der Form der Wiedervereinigung neu entstandene deutsche Nationalstaat ist heute also eingebunden in eine gesamteuropäische politische Friedensordnung sowie in eine enge wirtschaftliche Union, und diese Einbindung gehörte um 1990 retrospektiv betrachtet ohne Zweifel zu den wichtigsten Vorbedingungen seiner Wiederherstellung. Mit Blick auf die Geschichte Deutschlands während der letzten eineinhalb Jahrhunderte bedeutet dies aber, der deutsche Nationalstaat in Europa war und ist nicht gescheitert, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Wenn nach dem von mir anfangs zitierten Wort des Historikers Hermann Heimpel das Europäische an Europa vor allem darin zu sehen ist, dass es Nationen gibt, dann sind auch die deutsche Nation und der deutsche Nationalstaat integrale Bestandteile einer solchen historischen Ordnung Europas. Das gilt heute vielleicht mehr als jemals, denn die Einbindung der in mehreren geschichtlichen Wellen entstandenen modernen Nationalstaaten in eine übernational angelegte europäische Staatenordnung in der Form einer Europäischen Union, die sich als Staatenverbund begreift, kann in mehr als einer Hinsicht als folgerichtige Fortentwicklung der über Jahrhunderte hinweg sich vollziehenden Nationswerdung und Staatsbildung auf unserem Kontinent angesehen werden. Die europäische Mitte und damit vor allem das heutige, im Kern auf die Gründung von 1871 zurückgehende Deutschland ist auf diese Weise Teil einer europäischen Friedensordnung geworden, von der man vor dem Hintergrund historischer Erfahrung nur wünschen kann, dass sie dem Kontinent noch lange erhalten bleiben möge. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie heute herzlich begrüßen und freue mich über Ihr Interesse an unserer Sonderausstellung. Damit Sie einen ersten Eindruck gewinnen können, möchte ich zunächst etwas über den Anlass erzählen und Ihnen dann die einzelnen Räume vorstellen. Dazu werden wir Ihnen dann auch einige Bilder zeigen. 2020, 2021 jähren sich zum 150. Mal der Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges im Sommer 1870 sowie die Gründung des Deutschen Kaiserreichs zu Beginn des Jahres 1871. Wir nehmen diese Ereignisse zum Anlass, mit dieser Sonderausstellung an die Errichtung des kleindeutschen Nationalstaates zu erinnern. Der Jahrestag bietet eine Gelegenheit, die Reichsgründung von 1871 und deren unmittelbare Vorgeschichte, aber auch ihre Rezeption in Deutschland einer näheren, wissenschaftlich fundierten Betrachtung zu unterziehen und in den historischen Kontext einzubetten. Während seiner fast 50-jährigen Existenz wurden im Kaiserreich die Grundlagen für den heutigen Verfassungs-, Rechts-, Sozial- und Industriestaat gelegt. Es wurden politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen angestoßen, die über das Kaiserreich hinaus von großer Bedeutung waren und deren Folgen bis heute spürbar sind. Vor 150 Jahren wurde die Geburtsurkunde für den deutschen Nationalstaat ausgestellt. Dieser besteht, wenn auch durch die Zeitläufe in seiner inneren wie äußeren Gestalt verändert, bis heute fort. In unserer Sonderausstellung nähern wir uns dieser Phase der deutschen Geschichte in 6 Kapiteln. 5 davon sind hier im Bismarck-Museum zu sehen,
das sechste im historischen Bahnhof zu Friedrichsruh, nur wenige Schritte entfernt von hier. Mit den ausgestellten Objekten werden ausgewählte Aspekte der Endphase des Reichsgründungsprozesses beleuchtet. Diese Phase begann 1867 mit der Errichtung des Norddeutschen Bundes. Die Ausstellung beginnt allerdings nicht chronologisch, sondern nimmt in der ersten Sektion zunächst einen zentralen historischen Ort in den deutsch-französischen Beziehungen in den Blick, Versailles. Das Schloss, in dem 1871 der preußische König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser proklamiert und in dem 1919 der Friedensvertrag durch die deutsche Delegation unterzeichnet wurde, wird in seiner Entstehung, Funktion und Bedeutung für Deutschland und für Frankreich skizziert. Das anschließende Kapitel Rivalen geht zunächst etwas näher auf das Verhältnis zwischen Franzosen und Deutschen ein und fragt, ob der Begriff Erbfeindschaft überhaupt jemals zutreffend war. Danach wird die Konkurrenz zwischen dem Norddeutschen Bund und dem zweiten französischen Kaiserreich Napoleons III. Beschrieben. Diese Konkurrenz prägte die Gründungsgeschichte des deutschen Nationalstaats. Der eskalierende Streit um die Thronkandidatur eines katholischen Hohenzollernprinzen für den spanischen Thron führt uns in das dritte Ausstellungskapitel Krieg. Ausgehend von der Julikrise und dem Kriegsausbruch im Sommer 1870 werden die beiden Hauptphasen des militärischen Konflikts, nämlich der Krieg gegen das Kaiserreich und die Fortsetzung des Feldzugs gegen die Dritte Republik, ebenso geschildert wie der Weg hin zum Waffenstillstand Ende Januar 1871. Dieser Bereich kommt weitgehend ohne ausgestellte Waffen aus, mit einer Ausnahme. Der Raum wird dominiert von einer französischen Mitrailleuse, einem Beutestück aus dem Besitz Otto von Bismarcks. Der vierte Abschnitt Reichsgründung thematisiert die letzten Schritte bis zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches, ausgehend von den Novemberverträgen des Jahres 1870. Weitere wichtige Stationen sind die Kaiserproklamation am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Versailler Schlosses und die Verabschiedung der Reichsverfassung durch die neue nationale Volksvertretung, den Reichstag. Ebenso berücksichtigt werden die Rückkehr der siegreichen Truppen sowie der Frankfurter Frieden vom Mai 1871, der den deutsch-französischen Krieg beendete. Uns ist wohl bewusst, dass einige historische Ereignisse parallel verliefen. Beispielsweise führte Otto von Bismarck die Verhandlungen mit den Regierungen der süddeutschen Staaten über deren Beitritt zum Norddeutschen Bund, während noch der Krieg mit Frankreich tobte. Um es aber übersichtlich zu gestalten, sind wir von der Chronologie abgewichen und haben einige Inhalte thematisch zusammengefasst. In diesem vierten Abschnitt findet sich auch das bedeutendste Exponat der Ausstellung, eine in Friedrichsruh aufbewahrte Bildikone von nationalem Rang. Das Gemälde Proklamierung des Deutschen Kaiserreichs von Anton von Werner aus dem Jahre 1885. Dabei handelt es sich um die einzige erhaltene von insgesamt vier Fassungen der sogenannten Kaiserproklamation des berühmten Historienmalers. Im fünften Kapitel wenden wir uns wieder Frankreich zu. Der Überblick zeigt die Probleme, mit denen die dritte französische Republik in den ersten Jahren ihres Bestehens zu kämpfen hatte. Mit den Folgen der Niederlage, mit dem damit verbundenen Verlust von Elsass und Lothringen, sowie mit einem kurzen, aber heftigen Bürgerkrieg, dem Aufstand der Pariser Kommune. Nachdem Frankreich seine neue Staatsform gefunden hatte, beschäftigte es sich allerdings weitere Jahrzehnte mit dem Gedanken einer Revanche. Das letzte Kapitel mit der Überschrift Erinnerung zeigen wir im ersten Stock des historischen Bahnhofs. Dort wird die Be- und Umwertung der Reichsgründung und des Kaiserreichs aus einer deutschen Perspektive heraus durch die Zeitgenossen und die Nachgeborenen in den Mittelpunkt gerückt. Dabei wird deutlich, dass die Reichsgründung und das Kaiserreich in den Jahrzehnten nach 1871 einer ständig wechselnden Beurteilung unterworfen waren. Meine Damen und Herren, abschließend bleibt mir nur noch allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß und viele neue Erkenntnisse beim Durchwandern der Ausstellung zu erleben zu haben. Wir haben geöffnet dienstags
bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Sie müssen sich nicht anmelden, Sie können hier vorbeischauen. Nur wenn es sich um Gruppen handelt, bitten wir um vorherige Anmeldung. Ich hoffe, wir haben Sie ein wenig neugierig gemacht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.